Oh, ich fange jetzt an zu filmen hier. Das ist mitten im Ring in Strausberg. Also Straße, Hufenweg hoch, keine Ahnung, Wirtschaftsweg durch, ganz am Ende da irgendwo. Mitten im Ring, habe ich gesagt. Jo, Volker versteckt den Final jetzt wieder. Wir zeigen euch gleich noch, wie wir hierher gekommen sind. Also. Ja, nicht so einfach. Wir wussten, dass es zu klettern ist, deswegen haben wir eine Leiter dabei. So, jetzt sind wir am eigentlichen Cache-Ort. Ja. Ist dieses Gebäude. Jetzt sind ja die Türen alle offen. Eigentlich zu der Zeit damals, wie das losging mit dem Cache, da war nur ein einzig zerschlagenes Fenster. Genau. Und da bin ich mit Ach und Krach durch. Und ich nicht. Und habe aber nichts gefunden, weil ich mich glatt angestellt habe. So wie gestern. Ja, Kerstin hat heute den Anfang gefunden. Sonst hätten wir das nie geschafft. Gut. Zeigen wir euch noch ein bisschen drinne. Okay, Moment. Jetzt sind wir im Gebäude. Hier sind alle Fenster rausgeschlagen. Jetzt alles ist irgendwie weg. Hier oben sind so eine Kästen. Hier ist alles nummeriert und beschriftet und ganz doll. Und dann haben wir die Nummer 39 gesucht. Nicht gefunden. Und irgendwann... Lach hier unten im Schnee. Da ist die 39. Ja, da ist der Hinweis. Und da ist natürlich... Ups, der Hinweis. So, warte mal, Licht. Ja. Jetzt habe ich. Jetzt haben wir mitten im Keller mit der UV-Lampe. Und da unten haben wir dann natürlich auch was gefunden. So, also wir haben den Cache erledigt. Und der Grund, warum wir so spoilern ohne Ende... Ihr wolltet den vielleicht auch mal machen. Den zeige ich euch hier. Hier stehen schon die Maschinen, die dieses Gebäude wahrscheinlich morgen abreißen werden. Große Container. Drinnen ist alles entkernt. In diesem Gebäude war der Final drin. Also. Ja, das war's eigentlich schon. Sagt tschüss, Volker. Tschüss. Und... Gut Cash, ne? Nochmal hoch in den Fahrstuhlraum? Oder? Nö. Ach Quatsch. Okay. Jo, tschüss.